Moin Moin, ich grüße euch zum 18. Folge von unserem Podcast Schnacken übers Telefon. Ich freue mich sehr über meinen Gast, den ich schon einige Jahre nicht mehr gesehen habe. Er ist groß vom Gestalt, groß vom Taten und ich und viele anderen haben ihn kennengelernt als einen Mann mit einem großen Herzen. Außerdem hat er Rasselfechter von der Pro B in die Bundesliga gebracht und das in nur 2 Jahre Zeit. Er war der Gründer von Rastas Märchen. Herzlich willkommen, Pat Elsie. Hallo. Pat, erstmal möchte ich dich von Herzen gratulieren mit dem Aufstieg in die Pro A mit die Itzo Eagles. Ja, Ton. Dankeschön, Ton, dass ich hier mit dir schnacken darf. Und ja, zu den Eagles bin natürlich auch sehr froh, dass wir aufgestiegen sind. Und die Jungs haben es wirklich verdient. Wir hatten den besten Amerikaner und unser Team in der Liga, der ist zum zweiten Mal hintereinander MVP der Liga geworden. Auf Eurobasket war auch International Spieler des Jahres und Forward des Jahres, so 3 Auszeichnungen auf Eurobasket, das ist eine große Ehre. Und ja, und dann hatten wir mit Flavio, einer, der wirklich ein super Leader ist, ne, und immer noch mit 36, der weiß einfach, der ist seine Statistik sind ein bisschen runtergegangen und alles, aber er weiß, wie er eine Mannschaft führt. Deswegen war er super wichtig mit ihm. Dann haben wir mit Yassin Kolo eine Center-Spieler, der eigentlich aufhören wollte, Basketball zu spielen. Und ich habe ihn aus dem Retirement so rausgeholt. Ja, und er kam super dann stark zurück. Und ja, Marko Bocic, das ist nochmal ein Kroatier, der 5 Jahre lang in der Regionalliga gespielt hat. Und wenn du ihn siehst, du denkst, hä, wie ist er 5 Jahre in der Regionalliga rumgeschickt? Und er ist 2 Meter 2 groß, kann mehrere Positionen spielen, schießt immer 35% von den Dreier. Und ja, so, wir hatten eine sehr, sehr gute Kombination. Da gab es andere Spieler auch dazu. Ne? Wir haben eine sehr gute Kombination gehabt. Und das war wirklich verdient, dass wir aufgestiegen waren. Bevor ich mit dir weiter über deine sportliche Karriere rede, möchte ich mit dir über allgemeine Themen reden, über die, wo viele nicht von dir wissen oder sie müssen, so wie ich dein Buch Team Player gelesen haben. Du bist geboren in Troy und aufgewachsen in Wentzville, einer Kleinstadt ungefähr so groß wie Vechta, in den Bundesstaat Missouri. Deine Mutter war Krankenschwester und dein Vater war US-Soldat. Und deine Mutter hat deinen Vater kennengelernt im Krankenhaus, wo dein Vater nach einem Unfall lag. Dein Vater war Boxer und Sparringpartner von Joe Louis, der Schwergewicht-Box-Weltmeister. Aber das war alles vor deiner Geburt. Leben deine Eltern noch? Ich weiß, dass du in deiner Rastlerzeit öfters gesagt hast, ich fliege nach Hause, besuche meine Familie. Bist du ein Familienmensch? Ja, auf jeden Fall, Tom. Ich liebe meine Familie, wir hatten auch sehr schöne Zeiten. Meine Kindheit war sehr schön, finde ich. Und ja, ich bin auf jeden Fall Familienmensch. Nein, meine beiden Eltern sind jetzt verstorben. Mein Vater ist vor 30 Jahren schon verstorben. Und ja, das, da hast du recht, er war hier in Deutschland als Soldaten. In der Spät, in der Spät 40er, Anfang 50er Jahren. Und ja, hat mir mein erste deutsche Wurde beigebracht. Er war ein toller Mann. Und ja, das Boxen, ja, der war Boxer hier auch in damals in der Armee, hat er geboxt. Und wir kommen aus St. Louis und damals war St. Louis und ist immer noch eigentlich eine Box zentraler gewesen in den USA. Viele der Spinks-Brüder, die kommen auch aus St. Louis zum Beispiel. Mein Vater kannte die Familie und so. Und aber der war kein Profiboxer, das ist zu weit gezogen. Er hat geboxt und
Und irgendwann, glaube ich, ist Joe Louis nach St. Louis gekommen und zum Trainieren. Und dann brauchte er Sparring-Partner. Und mein Vater hat sich dann natürlich dazu gesagt, er mag das. Und dann, und wir haben dann beim Sparring hat er die Nase von ihm gebrochen. Und das war für ihn der große Joe Louis halt. Und dann meine Mutter ist jetzt im Februar verstorben, leider. Während der Saison, diese Saison ist sie verstorben. Das war eine harte Zeit. Ich war über einen Monat oder fast so 20, 24 Tage oder sowas, was in den USA. Und sie ist sehr alt geworden, ne? Ja, die ist 91 geworden, Gott sei Dank, und eine tolle Frau. Ich meine, meine Mutter ist, wenn du die Geschichte von meiner Mutter, und die ist in Alabama aufgewachsen, hat dann schulisch super Sachen gemacht. Damals in schwierigen Zeiten in Alabama, und dann ist dann als Krankenschwester nach St. Louis und war eine der ersten Schwarzen, die ihre Abschluss da gemacht hat, auf die Schule. Ja, und dann über 60 Jahre als Krankenschwester in die großen Krankenhäuser mit berühmten Ärzten und sowas gearbeitet. Die hat eine schöne Karriere hinter sich gehabt. Und meine Mutter war eine tolle Frau, sehr, sehr religiös und sehr fest in ihrem Glauben und auch sehr erfolgreich eigentlich, meine Mutter. Und so, das ist ein toller Tod. Tolle Sache. Ja, ich habe in deinem Buch gelesen, sie ist 60 Jahre lang Krankenschwester gewesen. Ja, ja, die ist auch aus von unserem Gouverneur damals geehrt mit so einem Brief von der Gouverneur für ihre gute Arbeit und sowas. Ja. So. Seht euch das mal an, ein jüdisches Mädchen und ein Neger. Hey Neger! Lass deinen dreckigen Finger von der Kleinen. Der weiße Kerl, der mich sichtbar angetrunken ohne Begleitung weiterer 5 bis 6 Boys seines Typs so aggressiv anmacht, reicht mir gerade bis zu den Schultern. Das ist ein Zitat aus deiner Autobiografie. Und Rassismus ist jetzt noch immer aktuell, im normalen Leben und in dem Sport. Wie stehst du da gegenüber? Ja, gegenüber Rassismus bin ich voll dagegen, natürlich. Ja, aber ja, sag mal so, I've been black a long time, Tony. Und ich kenne das aus meiner Kindheit, ich kenne das aus dem täglichen. Es ist weniger natürlich hier für mich als Trainer oder jetzt als, aber ja, ich habe das alles schon alles erlebt. Merkst du das jetzt noch in deiner Umgebung? Ja, doch. Das ist alltäglich, ganz ehrlich gesagt. Und das ist so, ich weiß nicht, wie man das repariert. Die Leute müssen einfach sich informieren und ich weiß nicht, Rassismus verstehe ich nicht, ganz ehrlich gesagt. Wir müssen Menschen und jeder versucht sich das Beste für sich und seine Familie oder was auch immer zu, Schwieriges Thema. Ja, es ist ein schwieriges Thema und solche Worte genutzt werden, so wie du das eben gesagt hast, wie dieses Zitat in meinem Buch oder andere Worte gegeneinander benutzt wird, ist das ist provozierend und die Leute sollen damit, das war genauso damals, wo dieser Junge das mir gemacht hat da in New York City halt, ne? Ich war total überrascht, dass er das gesagt hat, obwohl ich das mehrmals schon gehört habe aus meiner Kindheit. Aber du bist auf einer Party, die Leute sind fröhlich und alles, ne? Das war in eine Disco und plötzlich kommt einer vor und sagt sowas, ne? Weißt du? Und es ist schwer vorstellbar. Ich meine, das wird nie auch in meinem Sinne hinzukommen, in der Signal, wer da steht, sowas zu machen.
gegenüber jemand anders. Ne? Das ist einfach unglaublich. Aber okay, das sind so Menschen und ja, das ist so. Ne? Ich meine, ich habe das in Feste erlebt, genauso wie hier in Itzehoe, oder? Ganz ehrlich gesagt, hier in Itzehoe, ich war spazieren und ja, das war mittags, ich weiß nicht, 1 Uhr oder so, schöner Tag, und dann saß ich da auf einer Bank und kommt einer vorbei, der war so, der war klein und sah aus wie eine Abdruckslose, so ganz ehrlich gesagt. Und fing mich an mit solchen Schimpfworten und so, und ich habe ihn angeguckt, weiß ich, ich hätte ihn mit einem Schlag vielleicht umhauen können, aber das weißt du, so was mache ich, ne? Ja, und aber ich habe mir gedacht, wo findet er die Freiheit, mir sowas zu sagen, ne? Und niemand war da, nur wir beiden. Ja, das sind einfach dumme Menschen. Ich habe mir nur gedacht, okay, naja, bin dann einfach weitergegangen halt, ne? Das macht keinen Sinn mit solchen Leuten da. Sondern das ist jetzt. So, Pat, jetzt wieder zu dem Basketball. Du hast ab 1980 am College of the Holy Cross in Worcester in Massachusetts studiert und Basketball gespielt. Du machtest in 1984 deinen Abschluss als Börsenmakler. Doch nicht viel später bekamst du ein Angebot aus Deutschland, aus der BBL. Der Verein war MTV 1846 Gießen. Erzähle mal. Ja, meine 4 Jahre auf Holy Cross war Basketball natürlich, ja, gut, war okay, ne? Und von Ausbildung her, ich hatte keinen Abschluss in Börsenmakler, ich hatte einen Abschluss in Economics, die mir den Job als Börsenmakler ermöglicht hat. Und dann bin ich nach New York und hab mich erstmal eineinhalb Monate mit meinen Kumpels einfach gefeiert und eine schöne Zeit gehabt, und weil wir hatten unseren Abschluss. Und hatte nicht mit den Idee, nach Deutschland zu kommen oder überhaupt Basketball weiter zu spielen. Ich hatte gedacht, ich bleibe in den USA, vielleicht spiele ich irgendwelche Ligen dort, um vielleicht in die NBA zu kommen, aber die NBA war eigentlich weit weg und nicht so richtig. Und dann wollte ich auch arbeiten, und dann habe ich ein Jobinterview mit Manufacturers Hanover Trust. Manufacturers Hanover Trust hieß die, und das war eine Börsenmaklerfirma, die man mit Geld gearbeitet hat und so weiter. Da fing ich ein 6-monatiges Apprenticeship an, und eineinhalb Monate später kam der Anruf von Gießen, ja. Und Gießen war damals vorher, das ich glaube 76 hatten die Meisterschaft gewonnen, und dann ja, darauffolgende Jahren waren die nicht mehr so gut, und der Jahre, wo die mich angerufen hat, das war 84, also die ich glaube, die waren auf dem 9. Platz oder 10. Platz in der Liga von 12, damals war es 12 Mannschaften, glaube ich, oder 14 Mannschaften, ja, ne, und dann meine ersten Jahre habe ich da zusammen mit Mike Cox gespielt, ja, der Nationalspieler und EM-Meister von 93. Er war 18 Jahre alt. Der Jahre drauf haben wir mit Mike und dann noch Henning Harnisch dazu. Henning war 17 damals und ist jetzt Vizepräsident bei Alba Berlin. Und das war zwei Jungstars, die waren beide auch bei der Euro-Meisterschaft 93 dabei, und mit 18 und 17 haben die wirklich die Liga gerockt, vor damals, ne, vor damaliger Zeit. Und wir hatten dann ein paar alte Hasen, niemand hat uns auf die Rechnung, dass wir sich jährlich verbessern werde, dass wir dann im Finale für den Pokal gingen, sind in Semifinale die Meisterschaft und haben uns den 3. Platz in der Liga errungen damals. Das ist seitdem der höchste Erfolg bei Gießen. Seitdem ist nicht mehr so richtig losgekommen. Ne?
Dann folgten noch einige Vereine, bevor du deine aktive Karriere 1996 bei BC Joanneum in Hamburg beendete und deinen ersten Trainerjob beim VfB Paderborn antratst. An der Station Langen, Lisch, irgendwann Braunschweig, wie du gesagt hast. Und dann zu Joanneum bin ich gekommen und dort habe ich eigentlich aus meiner Profi-Trainer-Job begonnen. Als Trainer, ich war so Co-Trainer, die hatten einen Trainer, die sind dann damals aufgestiegen in die zweite Liga. Damals gab es nur die zweite Liga, erste Liga, da gab es keine Pro B und Pro A. Und ja, die haben mich gefragt, ob ich da in so meine Strukturen da mit reinbringe, weil die hatten da weniger Expertise da drin. Habe ich das gemacht. Wir sind dann auch eigentlich gut begonnen und alles. Und ja, es war eine tolle Zeit in Hamburg. Und deswegen bin ich hier auch nach Hamburg gekommen überhaupt. Und ich finde die Stadt einfach toll. Das Gegend hier oben in Leuten ist auch schön. Und deswegen habe ich das als zweite Heimat gewählt, sozusagen. Ja, dann folgte dein erster Mannschaft als Head Coach beim VfB Paderborn. VfB Paderborn sagt mir jetzt nichts. Das ist die Paderborner Mannschaft. VfB war damals der Abspannsor. VfB machen dieses, wenn du auf Tennis, die machen Tennisboden, Ah, diese, ja. oder die machen Teppich. VfB ist eine Teppichfirma eigentlich. Und die sind pleite gegangen damals. Und die saß damals in Paderborn. Aber früher haben die diese ganze Fake-Tennis-Floors und sowas gemacht. Halt, ne? Ja, und die sind dann pleite gegangen. Aber ja, es war eine schwierige Zeit, auch bei Paderborn, muss man sagen. Ich habe dort 2 Jahre gearbeitet und sind fast aufgestiegen, meine erste Saison dort. Ja, und die zweite Saison haben wir ja einen Umbruch gemacht, weil wegen den Finanzen. Fobo ist dann ausgestiegen, die sind pleite gegangen und so. Der zweite Saison mussten wir mit Gesellschafter arbeiten. Und das waren 10 Geschäftsleute, die ihre Geld da zusammen und der Verein gerettet haben. Aber dann in der Saison, ja, waren wir, sag mal, so Mittelmaß. Und sind alle Sponsoren dann irgendwie ausgestiegen oder die wollten kein Geld mehr bezahlen. Und dann war das war auch dann pleite, ne? Das ist eine Katastrophe eigentlich. Ja, dann sind die runter, glaube ich, in die Paderborn ist dann runter in die Regionalliga und sind dann wieder irgendwann aufgestiegen und hat jetzt neue Verein gegründet und jetzt das ist die Paderborn, die auch jetzt in der Pro A spielt. Ja. Und dann ab 2009 folgte dann Rasta-Zeit. Rasta spielte Pro B und in 2012 wurdet ihr Zweiter. Das Finalspiel ging verloren, aber als Finalist wart ihr aufgestiegen in die Pro A. Das war nicht alles. Obwohl Rasta in der Pro A von den ersten 4 Spielen 3 verlor, verlor deine Mannschaft danach von den 26 restlichen Spielen nur noch 4 und wurde Meister mit Aufstieg in die BBL. Vechta war zu klein. Sehr schöne Playoff-Spiele. Feier. Planwagen durch Vechta. Empfang in das Rathaus. Und da standen tausende Leute. Rasta Vechta war Vechta. Natürlich erinnerst du dich da noch an und du wirst da öfters an zurückdenken. Ja, es war eine sehr tolle Zeit. Und ein absoluter Zufall. Damals habe ich super gearbeitet und dann kam ich zurück und Marty Schöpper musste sein, die Mannschaft war schon in der Pro B aufgestiegen mit Malte, aber am grünen Tisch, ich glaube, die Mannschaft, die davor war, wollte nicht oder konnte nicht und dann haben die Stefan gefragt, ob Rasta als Zweitplatzierte den Aufstieg wahrnehmen wollten. Das haben die gemacht und ich denke, dann Malte Schöpper, oder das war so, dass Malte Schöpper
und ich schätze mal, ich glaube, das war 7 Spieler oder 8 Spieler, die Mannschaft gecoacht hat. Und dann wollte aufhören, weil er sagte, er musste seine Doktorarbeit als Lehrer fertig machen und er hatte einfach keine Zeit. Und habe ich quasi seine Baby übernehmen würde. Und damals war Fechter ja überhaupt nicht auf die Märkte, sozusagen, wie das jetzt ist. Ne? Hätten immer eine gute Mannschaft, denke ich mal, oder kompetitive Mannschaft in der Regionalliga, aber ja, dann bin ich da hingegangen und habe die Mannschaft übernommen. Wir haben in die letzten Spiel, glaube ich, oder das vorletzte Spiel, den Klassenerhalt, dass wir nicht absteigen mussten, gehalten. Und dann das folgende Jahr sind wir dann, glaube ich, Dritte. Und dann das folgende Jahr 2012, dann ging das steil hoch und war schön, ne? Und das muss man auch so sagen, dank Stefan Niemeyer und mit der Halle, dass er da so schnell die Halle bauen könnte. Und natürlich hat die Jungs der Sport gemacht, der erfolgreiche Sport. Ich wurde nicht erinnern, dass von der Pro B in der Pro A, da lag ich im Krankenhaus. Tom Fischer hat die Mannschaft übernommen. Und das zeigt auch, wie gut er war, sagen wir so, oder mindestens wie in die Mannschaft war, dass die ihn auch so loyal verfolgt haben und seine Anweisungen gemacht haben. Und dann gewinnst du dieses Spiel in den letzten Sekunden. Wenn du das verlierst, ist es aus. Ne? Und das Märchen ist vielleicht tot. Halt, ne? Aber du gewinnst das Spiel und steigst auf. Und dann in der Pro A, unsere ersten Jahre in der Pro A, oder das einzige Jahr eigentlich in der Pro A, haben wir die ersten 3 Spiele verloren. Und ich kann mich wirklich immer noch erinnern, was in die Zeitung stand oder was in Kommentaren, in Foren gestanden und Artikels von der BBL-Zeiten oder was auch immer, dass wir unser Kader zu schwach waren und dass wir uns verstärken mussten. Und wir hielten unser Konzept. Und das erste Spiel, glaube ich, war in Nürnberg, das wir gewonnen haben. Und das hat Richie Williams, glaube ich, mit einem Mitteldistanzwurf für uns entschieden. Ich glaube, wir haben mit 1 oder 2 Punkten gewonnen. Und da, so wie du das gesagt hast, dann haben wir 11 Spiele hintereinander gewonnen oder 10, weiß ich nicht genau. Und dann hatten wir das Bruchspiel, wo das abgebrochen war gegen Jena. Und Jena hat geführt mit 1 Punkt. Und wir hatten 3 oder 4 Sekunden Einwurfseite auf unser Basketballkorb. Und das erinnere ich auch noch. Ich habe einen Spielzug aufgebaut. Die Jungs haben das perfekt umgesetzt. Perfekt umgesetzt. Flavio hat einen Pass zu AJ Rudowitz. Und Rudowitz war völlig frei und verlegt den Korbleger. Ja, Korbleger. Und das war das einzige Spiel, das wir verloren hatten. So, dann ging nochmal, keine Ahnung, 4, 5, 6 Spiele im Finale. Dann haben wir Spiele in die Playoffs dann verloren. Aber da war eine lange Zeit, wo wir nur ein Spiel verloren hatten. Aber die Jungs haben das wirklich super gemacht. Und ja, das war eine tolle Truppe. Es war eine Freundenmannschaft. Das war so ähnlich wie meine Mannschaft jetzt auch. Das alles hat gepasst. Die Jungs haben für sich gestanden und voreinander gespielt. Es war eine tolle Zeit und wir hatten richtige gute Führungsspieler wie Richie Williams und Jacob Dorkson oder Dirk Majors und Flavio. Das war eine tolle Truppe, ja. Und dann in Vechta, die Feier, Planwagen durch die Stadt, Rathaus, auf dem Balkon, tausende Leute. Ja, das war super. Wie gesagt, das bleibt einem Gedächtnis für immer. Ja, und diese Parade sozusagen mit den Anhängern, das ist eine tolle Sache durch die Stadt.
gekuschelt zu werden und dann siehst du diese Mengen, die auf die Straße stehen, und das war eine unglaubliche Zeit, unglaublich kann man das so sagen, und wie du gesagt hast, dann geht man zum Rathaus und da steht diese Menge von Leuten, unvergesslich. Ne? Ja, das war sehr schön. Leider folgte dann der Abstieg. Du zogst dich zurück von dem Posten als Head Coach. Ich frage mich noch immer, warum. Kannst du mir den Grund dafür geben? Ja, wie gesagt, das der Bundesliga-Saison, das war sehr viel Euphorie dahinter. Ne? Und wir sind so plötzlich aufgestiegen und der Halle wird umgebaut, um 3 Leute zu umfassen, und durch den Erfolg in der Pro B und dann direkt danach in der Pro A war da eine Euphorie entfacht. Ja, und als Coach ist das alles sehr mitnehmend. Ne? Dann sind wir in der Bundesliga aufgestiegen und wir hatten so einen guten Start. Ich hatte nicht die Möglichkeit, Spielern auszusuchen wie anderen Coaches, ne, in der Bundesliga. Gibt's meistens Basketball-Camps in den USA, wo die Profis weilen, und kannst du hingehen, die spielen eine Woche lang und verschiedene Spiele, dann kannst du die Leute kennenlernen und wisst, was man hat. Das wird mir nicht gegeben. So, das ist schade. Im Nachhinein würde ich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Stefan und die Verantwortlichen wissen jetzt, dass das nötig ist. So, damals, dann ich hatte diese Kern von einer Mannschaft mit Richie und Jacob Dorkston und AJ Rudowitz und Flavio und Dirk und Axel Joshua und Danny und so, dann musste ich Leute finden, die dazu passen, ne? Amerikaner, ausländische Spieler, die dazu passen, und der erste Spieler gegriffen war einer aus Amerika, Äthiopien, aber Muslime, und das hat super Spieler, ne? Wirklich ein super Spieler, aber der wollte jeden Tag beten oder während des Trainings und so. Ich habe das alles gesagt, dass er beten könnte, das war auch gut so, das war nicht das Problem, aber dann hat er oft gefehlt und er war ein Top-Spieler, ne? Und so, das hat einfach nicht gepasst, aber dann musste ich ein Center holen, die da passen zu, und das war Isaac Butts. Isaac Butts war guter Spieler, ja, aber ich denke da, dass er ein bisschen übergewichtig kam. Man hatte nicht die Chance, die Spieler richtig kennenzulernen, bevor man die verpflichtet haben, sozusagen. Ne? Und wir haben aber gut gespielt. Das erste Spiel haben wir früher gewonnen und fast gegen Ortland Dragons in einem unglaublichen Derby. Ich glaube, das war 102 zu 101 oder so, gegen Ortland verloren, und fing gut an. Aber dann während der Saison, denke ich mal, haben wir 8 Spieler in den letzten 10 Sekunden verloren oder mit dem letzten Schuss oder sonst was. Das war ein Abstück. Wir hatten Verletzungsprobleme, aber ich bin trotzdem stolz auf die Jungs, die das gemacht haben, weil das waren keine Bundesligaspieler alle. Das waren eher Jungs, die aus der Regionalliga kamen, so wie jetzt mit dieser Eagles-Mannschaft, die ihre Leistung einfach gebracht haben, in den richtigen Zeitpunkt, die Mannschaft hat gestimmt, und was wir da in der Bundesliga gezeigt hat in der Saison, ist für mich. Okay, nochmal zurückzukommen auf das Jahr, dass du gestoppt bist. Du übernahmst die zweite Mannschaft und koordiniertest die Jugendarbeit. Du hast ganz viel Jugendarbeit gemacht, wo man jetzt noch die Vorteile von hat.
Doch deine Nachfolger bei Rasse 1, der von Arik Babu, wurde Mitte der Saison entlassen und du wurdest wieder Head Coach. Aber einen Aufstieg saß da nicht mehr drin. Am Ende der Saison, nach fast 6 Jahren, hast du Vechta verlassen. War der Chemie weg bei dir? Nein, die Chemie war nicht weg bei mir, auf keinen Fall. Wie gesagt, nach dem Abstieg aus der Bundesliga, das war eine schwierige Zeit für mich, nicht nur, dass wir abgestiegen waren, aber meine Mutter hat sich richtig damals erkrankt. Mein Sohn war als Marine in der Military und war immer bereit oder musste bereit sein für Kriege zu Afghanistan oder Irak zu gehen. Und ja, wie gesagt, das war eine schwierige Zeit, emotional, also personal und alles. Und ja, nach der Saison, nachdem wir verloren hatten, habe ich die Verantwortung übernommen, dass wir verloren hatten. Und hat meine Posten angeboten, sozusagen. Ja. Seit 2015 bist du Head Coach bei den ICU Eagles. Warum bist du nach ICU gezogen? War der Grund, dass du dann näher bei deinen Kindern warst, die lebten und leben noch immer in Hamburg und die Distanz ist nur ungefähr 60 Kilometer? Ja, ich bin eigentlich hierher gekommen wegen meiner Kinder. Nachdem ich Festival weggegangen bin, hatte ich ein paar andere angeboten. Aber meine Kinder waren damals ziemlich jung und ich wollte nicht so weit weg. Und eigentlich war es so, dass die Itzehoer mir als Vertraute angerufen hatten. Die wollten einfach, ob ich wusste, ob ein Trainer, der hier kommen konnte, die Saison zu Ende spielen und so. Ne? Und hat das begonnen. Und dann, wie gesagt, die Entlassung dann von Fechter und das hat dann gepasst. Ich habe gesagt, ja, ich werde das machen. Die haben mir zugesagt und dann, ja, so ist das hier in Itzehoe gekommen. Dein Umzug nach Itzehoe hat gut ausgepackt für dich. Die Eagles wurden im stillgelegten Corona-Saison Meister in der Pro B. Doch ihr habt verzichtet auf den Aufstieg, um dass eure Halle zu klein ist. Und dieses Jahr dasselbe Problem. Ihr habt die Playoffs gewonnen und noch immer keine neue oder andere Halle. Wer hat daran gearbeitet? Ja, im Hintergrund machen wir das schon seit einer Weile. Ich habe das gleiche Konzept, was ich in Fecht gemacht hat, hier auch gebracht. Und so in meine ersten Jahre hier habe ich denen genau das gesagt, was ich Stefan Niemeyer damals gesagt hat. Mit der Infrastruktur, dass wir eine Halle brauchen oder bauen. Stefan hat natürlich die Möglichkeit, eher als hier in Itzehoe eine Halle zu bauen, dass wir uns aufsteigen wollen in die höchste Klassen, Pro A mindestens, dass wir unsere Mitgliedschaft verdoppeln wollen und Sachen für Schulen und Kindern machen. Wie gesagt, dieses ganze Konzept, was ich in Feste gemacht habe, habe ich das einfach hier gebracht mit Streetball-Turniere, Camps, alle diesen Sachen. Und ja, es hat sich gefrüchtet. Und ja. Egal, wo du nächste Saison spielst, bleibt eure Mannschaft zusammen. Bleibt Flavio Stückemann, einen deiner Spieler aus der Märchenmannschaft von Rasta. Er ist inzwischen auch schon 36 Jahre. Ja, das weiß ich nicht. Flavio bleibt. Ich glaube, der wird auf jeden Fall den Verein in irgendeiner Kapazität behalten bleiben. Vielleicht auch Spieler, einfach als Führungsspieler. Das ist so eine, das ist auch so ein Typ, ne? Der kann das. Und ja, und so älter er wird, so besser wird er in diese Leadership, obwohl diese Schale hat er weniger gespielt, weniger provoziert. Aber gute Spiele gemacht und einfach von seiner Persönlichkeit hat uns so ein großer Anteil an unserer Meisterschaft. Und deine anderen Spieler bleiben die meisten? Das arbeiten wir natürlich und die wollen alle bleiben. Ich meine, wenn man so eine Märchen erlebt wie in Fechter oder wie jetzt hier, da gibt es keinen Grund wegzugehen, es sei denn,
du kriegst ein dreifache Angebot von jemand anders oder so. Aber ich denke, alle wollen das Pro A spielen und das miteinander zusammen schaffen und so, das spürt man schon, dass jeder, der das macht, das will, die wollen nicht weg. Aber es kann immer kommen, ne? Ja. Ja, und seit Freitag ist es sicher, dass Rasterfechter leider keine Wildcard für den BBL bekommt. Also seid ihr nächste Saison Gegner. Ist doch schön, sportlich wieder in Vechta zu sein, oder? Ja, ich freue mich, wenn ich nach Vechta wiederkomme. Aber ich freue mich nicht unbedingt, gegen Raster zu spielen, muss ehrlich sagen. Das muss ich nicht haben. Ja, aber ich würde mich wünschen, dass Raster den Wildcard bekommen hätten, weil ich denke einfach, die sind einfach stabiler als Gießen, aber Gießen hat einfach eine große Tradition, haben auch schnell das Geld zusammenbekommen. Und so von daher, ich glaube, wenn man die Tradition, auch die Platzierung in der Liga am Ende mit Gießen 17. Platz und Raster 18. Platz, und ja, der Jungenarbeit, Gießen hat auch eine sehr gute Jungenarbeit, er hat eine Mannschaft in der Pro B. Ja, ich denke, sollte man das nicht schlecht sehen. Ich glaube, das war 50-50. Ich bin überrascht, dass Fleischer das nicht bekommen hat. Aber okay. Mhm. Und wie sieht deine Zukunft aus? Du wirst in diesem Jahr schon 61. Ja, meine Zukunft, ich werde das meinen Job machen und ich bleibe hier auf jeden Fall in Itzehoe und ja, und dann sehen wir weiter. Ich gucke für Jahre, wie das läuft und ja. Okay, am alles kommt ein Ende, auch an dieser Folge. Pat, es war schön mit dir zu schnacken und deine Stimmen zu hören. Ich weiß sicher, dass auch die Zuhörer da so drüber denken. Ich kann dir nur viel Glück, Gesundheit und Erfolg wünschen. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder treffen, vielleicht in den Rasterdom und live miteinander schnacken zu können. Ich möchte auch noch die Zuhörer, die den Autobiografie von dir noch nicht gelesen haben, raten, dieses Buch zu kaufen. Sehr interessant. Ich sage bye bye, Pat. So, vielen Dank und ja, hoffentlich sehen wir uns irgendwann demnächst und bye bye.